Wir starten von der 1, aber DC lag im Qualifying am Ende nur 1000stel hinter uns. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Verheckenen sieht das gar nicht gut aus. Michael Schumacher auf der 3 und er nur auf der 8. Oha, aber die Strecke soll trocken sein. Sowas könnte unser Rennen wirklich vermiesen. Die letzten trockenen Sachen. Die letzten nassen Sachen, die waren nicht so gut. Aber die Strecke, Reagenzglas ist leer, sollte keine Feuchtigkeit aufweisen. Der Himmel sagt irgendwie auch Sonne, aber es regnet zu einer Wahrscheinlichkeit von 50% ganz leicht. Also vielleicht so wie im Qualifying. Kein Stop. Und Slicks, allen voran kein Stop. Wobei ich mir ja auch vorstellen kann, dass wir mit einem Einstop ganz gut unterwegs und wahrscheinlich auch siegen könnten. Dass wir aber auch mit einem Nullstop-Rennen problemlos schaffen können, will ich da einfach nichts anderes ausprobieren. Okay. Na dann, kein Stop. Genügend Sprit an Bord, ja? Spritmäßig sieht das gut aus, haben die Linie weiter nach hinten versetzt. Der Weg sieht aber jetzt sehr weit aus, plus Kurve 1. Nee, wir kriegen eine schwarze Flagge heute. Ich glaube, der kommt besser weg, der Arsch. Der Arsch, weil er uns Platz 1 wegnehmen will. Ja, das sollte gut ausgehen, der ist noch nicht zu sehen. Okay, wir, dann der Schotter und dann der Deutsche. Ich muss unbedingt nochmal nachgucken, ob wir wirklich diesen Punkt bei keinen Stop hatten in Monster, das habe ich nämlich noch nicht. Kurvenfahrt kommt etwas besser weg, aber nicht entscheidend. Barrichello muss sich nach hinten orientieren und der Teamkollege 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auf der 8, Häkkinen auf der 9. So, ab hier Vollgas geben, damit wir auf der geraden Ruhe haben. Ja, damit sollte er zu weit hinten liegen. Wie viele Sachen hat er denn gerade auf dem Tacho? Wir kommen bei der Linie auf 314, er auch. Das ist gut. Das war einfach nur ein trauriger Versuch. Das war nicht mal ein Versuch, sich zu verteidigen, weil Michael schon mal zu weit weg war. Er wollte uns verunsichern. Aber das mache ich ja selbst ganz gern. Ich meine, schaden kann es nicht. Außer man vertut sich danach als Manöverausführender. Er ist näher dran, das letzte Runde, das könnte ein Angriffsversuch werden. Ja, der wird versuchen, der ist zu nah dran. Vielleicht haben wir Glück, er fährt nicht direkt in den Windschatten. Ja, macht er. Das wird ein Versuch. Ah, er ist nicht konsequent. Sonst hätte er angreifen können. So nicht.
Wahrscheinlich überhitzt sein Auto jetzt schon. Nee, das ist eine ganz andere Fahrzeuggeneration, die das macht. Der BRR lässt etwas sausen. Kleine Lücke zwischen ihm und Michael Schumacher, ich habe zu spät gebremst. Okay, nochmal gut, mal ganz leicht die Wiese mitgenommen. Na, jetzt ist er weiter weg. Jetzt ist er in etwa so weit weg wie in Runde 1. Vielleicht versucht das jetzt wieder mit dem Angriff. Michael Schumacher ist ihm näher als er uns. Und er fährt auf jeden Fall nicht die Ideallinie, aber auch nicht so krass wie vor zwei Runden. Ich denke, der BRR ist auf einem Einstopp-Rennen unterwegs. Bei DC glaube ich das auch? Gute Frage. Ich habe keinen Anhaltspunkt, ich kann es nicht wirklich einschätzen. Michael Schumacher ist geführt auf einem Nullstopp-Rennen unterwegs, weil er an Kurvenfahrt nicht wirklich rankommt. Sich kurz zeigt. Nochmal. Wenn Michael Schumacher aber ihn angreifen kann, darf er das nicht machen. Das heißt dann zu viel Linienwechselerei. Der Abstand zwischen Michael Schumacher und dem BRR ist nicht wirklich größer, aber auch nicht kleiner geworden. Also sind wir gerade so schnell wie der weiße Wagen und ich denke, der weiße Wagen fährt einen Einzelbrennen. Eine 3.777. Der hängt aber auch hinterm BRR fest und der BRR hat keinen Windschatten. Dann fährt Barrichello ein Nullstopp-Rennen und der BRR ein Einzelbrennen? Fragezeichen. Irgendwann werden wir es sehen. Und der Hintermann ist wieder zu weit weg, ähnlich wie in Runde 1. Schumacher kann sich noch nach vorne arbeiten. Nach dem
Start auf der 8, Häkkinen auf der 9. Gerade macht BMW Williams mehr Punkte gut als McLaren Mercedes, aber die Entscheidung ist eigentlich schon gefallen. Am Ende der Saison liegen die vor uns. Ah, Barrichello vorbei am BAR. Je mehr wie wir ein Nullstopp-Rennen fahren, desto interessanter kann es bis Rennende bleiben. Denn sobald die rein müssen, dann sind die aus dem Kampf um den Sieg raus. Wenn ich nicht ein paar Fahrfehler hinlege, werden wir überhaupt da vorne bleiben. Könnte ja auch noch die Technik mitspielen. 4.5. Barrichello kommt an seinen Teamkollegen ran. Also beim British American Racing Wagen bin ich mir sehr sicher, der fährt einen Stop mehr als wir. Beim Rest ist es schwer zu sagen. Ja, ähnlich weit weg wie letzte Runde. Sieht man halt auch schön, an welcher Stelle er im Rückspiegel seinen Detailgrad verändert. Er ist nämlich etwas undeutlicher geworden an einem Punkt, Verstappen macht Feierabend, an dem Punkt, wo er auch die letzten Runden war. Ich spreche es in dieser Runde mal an. Diese unterschiedlichen Stufen der Darstellungsdistanz, das wird man auch gleich nach diesem Ausgang hier sehen können. Schaut mal im Rückspiegel. Jetzt hat er sich kurz verändert, jetzt sieht er nämlich anders aus. Jetzt erkennt man auch die rote Nase, die rote Nasenspitze nicht mehr. Und genau dieser Übergang von der besseren Stufe zur schlechteren, den haben wir ja nach der, in Anführungszeichen, letzten Kurve. Und daran orientiere ich mich immer, um sagen zu können, ist er jetzt weiter weg oder ist in der Runde 1 oder nicht? Weil Runde 1 war eben in etwa so weit weg. Achtung, jetzt hat sich's verändert. Und das ist in etwa wie in letzter Runde, in der letzten Runde. Jetzt könnte man nicht so einfach sagen, ob es ein McLaren Mercedes oder ein Minardi ist. Zumindest auf den ersten ungeschulten Blick. Vierkampf haben wir vorne innerhalb von, ich sag mal, 3 Sekunden liegen die ersten 4. Lese ich jetzt in der Box, das klingt aber nicht nach einem regulären Stop. Runde 10, das ist für ihn Runde 9. Es ist zu früh. Oh, jetzt ist er noch weiter weg als letzte Runde. Der David. Oh, Regen. 4.3. Bin mal gespannt, ob Michael Schumacher noch einen ernsten Angriff gegenüber Coulthard setzt. Und ob er uns mal ernsthaft angreifen kann, wenn ich es hinten versaue.
Das ist etwas näher dran als letzte Runde, aber so in etwa wie nur der 1 weit weg. Und damit haben wir wieder Ruhe. Keine Ahnung, wer hinter Barrikado fährt. Das Auto ist aber nicht allzu weit weg. Es könnte weiter hinter BRR sein. 4.0. Das ist mal wieder ein trauriger Versuch, uns zu irritieren. Das macht er nicht wegen Michael Schumacher. Aber gut, warum nicht? Ich meine, er kommt gerade nicht ernsthaft ran, da versucht er es halt einfach mal. Gerade hat er eh keine andere Möglichkeit. Finde ich ganz legitim. Etwas näher dran als letzte Runde, dürfte aber wieder nicht für einen Angriff reichen. Michael Schumacher ist auch zu weit weg, um anzugreifen. 4.1. Zu weit außen. Oh, da sind zwei BRR. Da kommt schon die erste Berundung wahrscheinlich. Ne, das Doppel ist ja ausgeschieden. Lesi wird es nicht sein, dann ist das einfach Tomasz Enge, sage ich mal. Hab noch nicht erkannt, welches Auto das sein soll. Oh, jetzt bin ich aber so weit außen. Und der ist auf jeden Fall näher dran als letzte Runde. Er geht nicht in den nächsten schlechteren Detail gerade über, der wird angreifen. Außer er setzt sich wieder konsequent neben unseren Windschatten. Aber ich denke, er wird angreifen. Er könnte es zumindest, wenn er mal rüberfahren würde. Was für ein Trottelkopf. Da hat er schon mal die Chance und lässt sie einfach sausen. Das ist wirklich der Jordan. Krass. Das ist überhaupt nicht sein Tag, wenn er gerade auf der Position 21 liegt. Klar, er hat einen Stop-Rückstand, aber dass kein Alonso und kein Jung hinter ihm liegen, das ist ja kein Alonso und kein Tomasz Enge, das ist ungewöhnlich. Ich meine, das sind immerhin schon Runde 14, oh, die Strecke hat feucht. Der Hintermann ist wieder zwei weg. Weiter weg als letzte Runde. Na, brauchen wir diesen Streifen da vorne noch, diese Linie? Er fährt. Ah, jetzt. Im gleichen Tempo vor uns her. Hoffentlich wird die Strecke nicht noch feuchter. Denn alles andere als andere Bedingungen wird uns schaden. Oder wird uns nicht helfen können. Vielleicht können wir uns ernsthaft absetzen, aber lieber behalte ich das aktuelle Schema bei mit, die können nicht angreifen, bevor es in die Hose gehen könnte. Also ich hätte ganz gerne gleichbleibende Bedingungen, damit es hier einen Sieg geben kann. Krass, dass der Jordan der Erste ist, der überrundet wird. Nicht in den anderen Detail gerade übergehen, denke ich.
Ne. Oh, es ist feuchter geworden. Oh, oh. Jetzt haben wir zwei Linien. Hier überschneiden die sich wieder. Jetzt fällt ein Windschatten. Kacke, das wird einen Angriff geben. Der erste ernstzunehmende Angriff. Auch wenn er nicht wirklich neben uns war, aber das kann man Angriff nennen. Barrikada bekommt sein Hintermann größer in den Rückspiegel. Warum wird denn das jetzt feuchter? Immerhin wird das nicht auf der ganzen Strecke extrem feuchter, trotzdem gefällt mir das gerade nicht. Jordan hinter den beiden Bär, also kein Herr Teamkollege in den Punkten, aber auch kein Häkkinen. Wo sind die denn? Ach du Kacke, immer noch auf 8 und 9, die fahren in Österbrunn, schätze ich. Was für beide aber wiederum gut ist. Also die beiden werden nicht reinkommen, ansonsten wäre es ja schlimm, wenn die so einen riesen Abstand zu ihren Vorderleuten hätten. Oder wenn sie eben diesen großen Vorsprung haben und nochmal reinkommen müssen. Haben wir auch schon Punkte auf der Strecke. Feuchter, kleiner, feuchter Tupfer. Hoffentlich wird es hier nicht noch dunkler als letzte Runde. Ich habe hier schon weniger Grip. Kacke. Die Konkurrenz kommt da besser rum. Jetzt wird es langsam interessant. Hier kommt ein Rechtskurve. Tut mir leid, da muss ich so fahren, wie ich fahre. Nur weil es jetzt feuchter wird, komme ich schlechter um die letzte Ecke. Das ist nicht schön. Oh, der kann besser anbremsen, der Lump. Was soll denn das mit diesem Wetter? Ich habe jetzt nicht geschlafen beim Anbremsen, er war einfach besser. Dranbleiben, jetzt kommt er noch mal in die Ecke, wir sind gerade nicht weit weg. Oh, jetzt wird's ja auch feuchter. Ich gebe den noch nicht ganz auf. Oh, sieht nicht gut aus, die Berundung muss uns helfen, ansonsten wird das hier nichts mit dem Angriff bzw. Platz zurückgewinnen. Was ist denn jetzt mit dem Wetter los? Was soll denn das? Die Saison wird uns überhaupt gar nichts gegönnt. Abgesehen davon, dass ich auch selbst Fehler gemacht habe, aber da passt ja bisher gar nichts zusammen. Gut, dass der David aufgehalten wird. Boah, wie langsam das hier mittlerweile nur noch geht. Oh nee! Ziemlich viel Feuchtigkeit. Michael Schumacher kommt an. Ich habe gerade keinen Windschatten, keinen ernstzunehmenden. Wir können nicht zurückschlagen. Wenn es blöd läuft, kann er mit den Bedingungen sich jetzt einen Vorsprung rausfahren, falls er nicht reinkommen sollte. Eieiei. Ich werde jetzt nicht dranbleiben können, wir werden nicht mehr angreifen können. Er wird uns jetzt eher wegfahren. Sein Lämpchen ist an, ja, weil es eben schon teilweise ziemlich feucht ist. Jetzt mit freier Fahrt wird er uns hier im letzten Sektor richtig abziehen, denke ich. Wobei das ja noch gar nicht der letzte Sektor ist. Aber diese Feuchtigkeit wird uns nicht gut tun. Da kann man ernsthaft über einen Reifenwechsel nachdenken. Und das muss man vielleicht, wenn man nicht komplett abkacken will. Wenn die reinkommen, komme ich auch rein? Fragezeichen. Das überlege ich mir gerade ernsthaft. Wenn es noch feuchter wird, dann werden wir mit den Reifen abstinken. Wenn wir reinkommen, ist aber auch klar, sofern der Vordermann keinen Fehler macht, dass wir Platz 1 nicht mehr zurückbekommen. Noch 309 Sachen statt 314 bei Startziel. Bei Keller hört sich jetzt Inters, denke ich. Wenn das Bild kommt und wir nächste Runde reinkommen, kann er durch die eine Runde sich einen Vorsprung rausfahren, dass er vor uns bleibt. Das heißt, bleibt, rauskommt. Oder wir hinter ihm auf die Strecke zurückkommen.
Jetzt fährt er uns richtig weg, der Schotter. Scheiße. Ich guck nicht mal nach, welche Reifen er geholt hat. Der Brasilianer. Ich denke Inters. Es können aber auch zu 50% Trockenreifen sein. Ist gerade noch ziemlich Mischmasch. Regenreifen sogar. Wow. Das ist heftig. Dann kommen wir jetzt auch rein. Es wird immer feuchter und zwar ziemlich schnell. Ich denke, nächste Runde könnten wir komplett versauern und allen voran gegen Barrichello wertvolle Zeit verlieren. Ich denke nicht, dass die Trockenreifen gerade schneller sind. Hier hinten ist nämlich viel zu nass. Womöglich kein Sieg in Indy für uns. Können wir wieder Gas geben? Der wollte uns doch jetzt hier, oder? Ne, er fährt weiter. Warum da so stark abgebremst wird? Gute Frage. Doofer Autopilot. Es kommen nur weniger in die Box, nämlich nur zwei. Die haben doch Trockenreifen in der Hand. Monsun gleich. Okay, wenn Jeff das sagt. Profil ist auch in der richtigen Richtung. Wir haben nicht getankt, sind dadurch schneller gewesen, aber wir sind hinter ihm rausgekommen. Kacke! Der fährt auch. Der fährt Bridgestone. Der. Ach, keine Ahnung, ich kann das nicht einschätzen. Ich glaube, das ist ein Regenreifen. Ist auch gerade nicht so wichtig. Hauptsache, wir kommen jetzt besser zu Rande als er. Wenn Jeff das sagt, dass wir so Platz 1 zurückholen können, dann vertraue ich Jeff mal. Jetzt sieht uns der Mercedes erstmal ab. Vielleicht wird sich das aber noch in 5 Runden auszahlen, dass wir die Monsun-Reifen genommen haben. Eigentlich sollte es gar nicht so nass werden. Und wie schnell das jetzt so feucht wird. Schlimm. Der Teamkollege kommt noch nicht rein, wenn überhaupt. Irgendwann würde die Reifen wechseln. Das ist zweimal blau und dann kommt, glaube ich, Barrichello da hinten. Michael Schumacher drin. Unser Vorteil war, wir mussten nicht lange stehen, weil wir nicht tanken mussten. Nur Reifen wechseln. Und deswegen könnten wir vor Michael Schumacher wieder rauskommen. Häkkinen kommt auf jeden Fall hinter uns raus. Aber Schumacher kommt auch in Runde 21 nicht rein. Das ist, glaube ich, eine Fehlentscheidung. Da fällt, glaube ich, Michael Schumacher. Ja. Ralf Schumacher, Kohlfahrt und wir. Die ersten drei. Ich glaube, die Regenreifen, sofern dahinter man auch welche drauf hat, ich denke ja, sind gerade besser. Aber ich hoffe, unsere Reifenzahlen sehe ich noch aus. Ich sehe es aber schon kommen, dass er uns in der ersten Kurve einfach ausbremst. Der Michael. Physiker in der Box. Der Teamkollege sollte schon, hoffe ich, für ihn über die Linie sein. Kommt auch in Runde 22 nicht rein. Mit Trockenreifen fahren sich gerade als die schlechteste Variante an. Wir haben Druck. Oh, da kommt was raus, das könnte uns behindern. Oh nein! Da sind aber viele Autos hinter uns. Michael Schumacher, ein BRR und Barrichello. Die werden uns vorbeilassen. Oh nein, ich mach das, was Michael Schumacher...
in Belgien Platz gekostet hat und 2000 und was? 2 oder 3 gegenüber DC in Cover 1 in Brasilien. Oh Mann, der hätte uns einfach zontern können. Vorbeifahren können, Michael Schumacher. Hat sich, denke ich, einfach nicht getraut. Den Grip hätte er, denke ich, gehabt. Eieiei. Schweinkopf. Das ist ein Michelin-Fahrer und der fährt eine andere Profilierung als wir. Er kommt nicht rein, fährt immer noch mit Trockenreifen. Wie viele Autos das hier sind. Auch Trockenreifen. Hier fährt keiner mit Monsunreifen. Zumindest habe ich gerade keine erkannt. Wie wird das jetzt mit dem Anbremsen? Boah, wie nah der dran ist, das gefällt mir gar nicht. Jetzt fährt er davon, ich glaube, der ist viel schneller. Vielleicht noch nicht. Auto. Okay, wir haben wieder ein ähnliches Bremsverhalten. Anders als mit Kurfahrt. Ich werde der Schumacher doch noch vor uns. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der mit dem Reifen noch schneller sein kann, aber er ist noch vor der Rotnasenspitze. Krass. Der fährt aber weit außen. Lässt uns nicht vorbei, oder? Nee. Lieber bleibe ich klar hinter ihm und mache dann bei Michael Schumacher irgendwo die Linie zu, bevor ich jetzt hier was versuche und dann außen vorbei muss und dann dadurch scheitere. Bei Michael Schumacher weiter. Oh, der war weit draußen und verliert den Platz gegenüber dem BRR. Wer ist denn das? Villeneuve. Yeah, wir können Minardi auf der Geraden angreifen. Njom. Aber Schumacher kommt einfach nicht rein, der hat sich jetzt in den Kopf gesetzt. Wenn ich hier irgendwie noch gut punkten will, dann muss ich was riskieren. Und offenbar geht es ja auch irgendwie gut, denn er ist mit den Reifen immer noch vor Kurfahrt und der ist jetzt fast 15 Sekunden vor uns. Oh, wir haben einen Hintermann, ist das Bike, oder? Nee. Ich dachte, ich habe da was Blaues am Helm gesehen. Nee, ist eindeutig rot. Wieso ist der Herr Teamkollege noch so schnell? Ich verstehe es nicht, aber ich finde es gut. So werden wir den nicht bekommen bis Rennende. Oh, Villeneuve auf der 5, dann wird das aber eng mit ihm am Ende der Saison hinter uns zu lassen. Das mal noch so nebenbei. Ich glaube, gerade würden wir weiter hinter ihm liegen, oder? 3 Punkte Abstand, wir auf 4 Punkte Kurs, er auf 2 Punkte Kurs. Da hätte man drin gewonnen. Der Saftsack. Oh, er greift nicht nochmal an, dann hebe ich mir das Linienwechsel nochmal auf. Für etwas später. Jetzt ist er schon mal vor uns. 18 Sekunden, mal gucken, wie schnell wir ihm näher kommen. Vielleicht sehe ich zu, dass ich nicht vor ihm ins Ziel komme. Wobei, warum eigentlich? Fürs Team wäre es ein besseres Ergebnis. Wir sollten aber von hinten keine Probleme mehr bekommen. Ihn nicht zu überholen, die Hinterleute zu blocken, würde fürs Team mehr Punkte in den USA einbringen, aber es bringt uns halt als Team praktisch nichts mehr. Dann würde ich lieber Platz 2 bekommen.
Da bin ich dann egoistischer Rennfahrer. Allen voran baue ich das, um vor Villeneuve zu und wer weiß, was der im letzten Rennen noch macht. Was mache ich jetzt? Ich bremse zu spät, das ist scheiße. Ich denke nicht, dass wir das Schumacher noch bekommen. Krass, wie der mit den Reifen noch unterwegs sein kann. Button in der Box. Oh, der Teamkollege fährt nächste Runde rein. Oder diese? Auf jeden Fall, jetzt haben wir das X. Diese Runde. Er gibt auf. Es wird zu gefährlich. Die Strecke ist auch schon sehr nass. Sehr viele Pfützen. Das ist wirklich gleich was für Monsunreifen. Ja, also im Rückspiegel zu sehen. Interessant. Ich werde jetzt nochmal ihn angreifen. Deswegen mache ich hier nicht komplett zurück auf die Ideallinie. Ich hätte gedacht, er setzt jetzt nochmal ihn an. Das hätte ich, denke ich, an seiner Stelle gemacht. Oh, Villeneuve ist hinter den zweiten Ferrari gerutscht. Das finde ich gut. Wenn wir hier vor Villeneuve aus dem Rennen in der Gesamtwertung gehen, heißt das ja nicht, dass wir am Ende vor ihm liegen. Wer weiß, was er in Suzuka zusammenfährt. Vier, fünf, er nimmt gerade zwei Punkte mit, via 6. Ich habe zu früh gebremst. Oh Mann! Jetzt wird's wieder spannender. Das könnte schon fast die Entscheidung in der WM sein für Michael Schumacher. Er hat jetzt 6 Punkte, Häkkinen hat wohl keinen. Dann hat er 8 Vorsprung. Da habe ich jetzt geschlafen. Der ist weg. Sachen beim Überfahren der Ziegelsteinlinie. Vielleicht haben wir Glück und er kommt mit den Überrundungen nicht klar. Ich denke aber nicht, dass das für uns was wird. Der kommt wahrscheinlich auf Startziel erst an den vorbei. In der letzten Kurve könnte er dran sein. Das wäre maximal ungünstig für uns. Er müsste am Ende der Start-Ziel-Geraden ganz knapp dran sein. Dann würde uns das sehr viel bringen. Hinter dem Villeneuve ist niemand zu sehen. Ja, das sieht gut für Michael Schumacher aus. Das ist nicht gut für uns. Jetzt wird er zwar etwas eingebremst, aber er hat einen riesen Vorsprung, da komme ich nicht ran. Gerade haben wir Monsunbedingungen, die Strecke spiegelt sich sehr wider. Also alles andere spiegelt sich in der Strecke gerade sehr wider. Vielleicht gibt es doch noch eine kleine Restchance, dass wir Michael Schumacher bekommen, wenn wir die richtigen Reifen haben, die einfach besser arbeiten. Ich bleib auf jeden Fall dran. Wir haben jetzt ein Problem mit der Berundung im ersten Sektor. Michael Schumacher hat maximal 1 und wir haben vielleicht sogar 2. Also auf Monsunreifen zu gehen, war richtig. Ja, da bringt es gerade nicht wirklich Sekunden gegenüber Michael Schumacher, der ist vorbei am Prost Acer. Mann! Ich setze außen an, setze ich außen an, ich setze außen an, der ist innen noch zu weit innen. Oh, und der ist noch vor uns. Eine Schlaffahrer mit Regenreifen. Komm, lass uns vorbei, sei lieb. Oh, ich will es aber auch gerade wissen mit dem Vorbeikommen, wir berühren ihn. Er geht in die Wiese, der Thomas Enge, das ist ein roter Helm gewesen. Aber ich will mir die kleine Restchance gegenüber Michael Schumacher bewahren. Wir haben, denke ich, die besseren Reifen. Barrichello kommt gerade nicht mit. Aber der vor uns ist halt immer noch Michael Schumacher. Der kann deutlich schneller fahren als Barrichello. Einfach im Regen.
sag nur Spanien 1996. Absoluter Regengott in einer Ferrari-Gurke. Das Wetter sieht gerade sehr freundlich aus. Es kommt noch Wasser runter, aber die Strecke wird nicht mehr entscheidend abtrocknen. Häkkinen an der Box, das sind keine Punkte für ihn. Das war es dann sehr wahrscheinlich mit der WM für ihn. Hol die sich auch nochmal drin. Hol die sich jetzt Monsunreifen. Ich glaube, die holen sich jetzt Monsunreifen. Das sind nicht alles technische Probleme. DC sollte zu weit weg sein, aber ich komme Michael Schumacher nochmal rein. Diese Runde nicht. Hat es ja Schwachsinn. Also es wäre Schwachsinn, wenn Michael Schumacher nochmal reinkommen würde, weil er wird, so wie es gerade aussieht, vor uns bleiben. Er riskiert auf Regenreifen nichts. Wenn er reinkommt, dann riskiert er zurückzufallen. Aber schaut mal, wir kommen näher, habe ich das Gefühl. Und Barrichello säuft ab, der ist weiter weg. Oh Mann, das wird nochmal spannend. DC kommt rein. Er wird nicht mehr tanken, er wird einen schnellen Stop hinlegen. Wir kommen Michael Schumacher näher, das finde ich aber geil. Danke, Jeff. Michael Schumacher kommt rein. Zwar schade, ich hätte ihn gerne auf der Strecke wollen. Jetzt heißt es aber gegen DC angasen. Ich denke, er kommt vor uns raus. Der wird nicht nochmal tanken müssen, deswegen ist er hier, das da vorne. Wobei, das wird uns sonst reichen. Komm, Platz 1. Ja! Jetzt aber auch halten. Villeneuve aus dem Rennen. Das war's dann, wenn wir diese Position hier behalten sollten mit der WM. Ja, wobei, er könnte gewinnen und wir in Suzuka nichts holen. Ich freue mich mal nicht zu früh. Jetzt muss ich erstmal diese 1 nach Hause fahren. Ich denke, das war einfach nur dumm von DC, bei nur noch 7 Runden mit dem riesen Vorsprung die Reifen zu wechseln. Wir sind Michael Schumacher jetzt aber auch deutlich näher gekommen. Es ist schwierig. Michael Schumacher hätte noch eine Runde warten können. Wenn seine Konkurrenz nicht reinkommt, wäre ich an seiner Stelle auch nicht reingekommen. Panis ist, glaube ich, hinten. Nee, das ist DC. Ist einfach nur gerade zu weit weg, deswegen sieht das komisch aus. Aber Koffer, der riskiert gerade seinen Sieg. Vielleicht hätte er auch noch mehr riskiert, wenn er abgeflogen wäre mit den, in Anführungszeichen, falschen Reifen, aber ich denke nicht, dass die so falsch gewesen wären. Also beim Schotten war ich mir unsicher, ob er hinter uns rauskommt. Er musste nämlich nicht mehr nachtanken. Danke, Jeff. Ich glaube, wenn da Regenreifen gestanden hätten, beim Stop, ich hätte die Regenreifen genommen, ja. Können wir uns vielleicht noch vom David absetzen? 1,9er Rückstand. Das fühlt sich mit den Reifen aber gerade richtig gut an. Panis kommt auch rein. Der kommt nicht wirklich ran. Mal gucken, wie es in den letzten Ecken der Runde aussieht. Nee, ich denke, das sieht keine Schnitte. Ein 1,9er Rückstand wird er, denke ich, mindestens behalten, wenn ich sogar noch mehr aufgebrummt bekomme. Ah, der Abstand ist größer geworden. Das sind mehr als 2 Sekunden, würde ich jetzt einfach mal frech behaupten. 303 Sachen beim Überfahren der Linie. Okay, er ist leicht angekommen. Pro Runde ein Zehntel, das geht für ihn nicht mehr aus. Wie die Strecke sich so nass auch halten kann, es kommt ja noch Wasser runter, aber nicht so viel, denke ich, dass die Strecke noch so nass werden kann. Überhaupt, dass es hier keine Trockenreifen zur Endefahrt gibt, hätte ich nicht für möglich gehalten.
gespannt, wie das mit dem Chris Morhunter DC aussieht. Sind alle auf Monsunreifen gegangen? Ich meine, es waren nicht alle drin. Wird dadurch jemand profitieren können und sich einen Punkt ergattern? Ah, der Hintermann ist reingekommen im Vergleich zur letzten Runde. Letzte Runde war er weiter weg. Beziehungsweise kleiner war er da. Zack, Abstand nach hinten 1,6. Ja, 1,5. 1,8, okay. Warum ist der jetzt so nah dran? Ich habe da jetzt nicht geschlafen. Ich wollte nämlich gerade sagen, es sieht so langsam aus, wenn wir um die Kurven fahren, aber das war, denke ich, nicht anders als die letzten Runden. Das könnte man anhand der Zwischenzeit, die wir hier gerade haben, und eben letzte Runde vergleichen, indem man zurückspult. Kann ich jetzt aber nicht. Oh doch, könnte ich, aber mache ich nicht. Am Ende komme ich deswegen noch aus dem Rhythmus. Nee. Ich bremse jetzt lieber etwas eher. Ich habe ja in den letzten Runden eher etwas zu spät gebremst. Der wird bei Kurve 1 schon nicht später bremsen können als wir. Der Colthard. Aber diese Runde ist auf jeden Fall näher rangekommen. Abstand 1,6, jetzt aber wirklich. Das könnte wieder 1,8 sein. Ich denke trotzdem 1,6. Drittletzte Runde. Eins, vier sogar. Die haben sich voneinander getrennt, oder ist der Minardi einfach am Benetton vorbei, weil die waren vor einer Runde noch, ne, ist ein Jaguar vom Benetton, denke ich. Die waren letzte Runde auf jeden Fall näher zusammen. Mann, ist der Hintermann aber dran. Da wirst du nochmal wissen in den letzten beiden Runden. Ich habe aber das Gefühl, dass wir in der letzten Kurve sehr gut rauskommen. Im Vergleich zu ihm. Ja, und deswegen wird er, wenn ich keinen Fehler mache, nicht vorbeikommen können. Der ist viel weiter weg als in den ersten Runden. Vorletzte Runde. Jetzt kommen auch noch Überrundungen hinzu. Ich freue mich. Eine Minimum, eine zweite könnte, denke ich, gerade so nicht bei rumkommen. Ich hätte mich hier lieber gerade etwas zurück. Wer weiß, was der für einen Scheiß macht, wenn wir wirklich neben ihm sind. Das fühlt sich gerade nicht danach an, als könnten wir hier sicher vorbeifahren. Jetzt fahre ich auch nicht vorbei, genau, weil er die Innenseite aufmacht. Ach, wieso rutsche ich denn auf einmal? Hallo? Es wird noch feuchter und wir haben jetzt Probleme gegenüber der Konkurrenz. Kann auch nicht wahr sein. Ach, der hat uns angestupst. Was für eine Flaumnase. Aber gut, ich dachte schon, die Verhältnisse wären gerade so schlimm, dass wir gerade Probleme bekommen. Aber Pustekuchen. Ich dachte halt, jetzt kann er ihn vorbei. Ich kann ihn da verstehen, trotzdem war das fies. Das hat sich aber nicht wie ein Anstupser angefühlt, krass. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das anders empfinde, trotzdem krass.
Aber ich bremse früher und trotzdem wird es gefühlt ganz schön eng. Boah, wir kommen noch an zwei Autos ran in der letzten Runde. Und der macht einen auf Timo, schieb ihn raus. Das war so bitter, als ich das dann damals mitbekommen habe. 2015 war das in Spielberg, ne? Also Spielberg auf jeden Fall. Ich glaube 2015 mit Wehrlein. Der ist gerade frisch. Ich habe mir das Rennen noch nicht so angeguckt. Es soll wohl eine Vorgeschichte geben, dass Mercedes vorher ganz schön provoziert hat. Wehrlein, also perfekt ausgeführt, schiebt ihn raus und der Vordermann schiebt den Vordermann auch noch raus, den Wehrlein. Aber gut, lassen wir das jetzt mal so liegen. Es ist auf jeden Fall feuchter geworden, es regnet mehr als vor, ich sag mal, 5 Runden. Letzte Runde Konzentration. Wir sind hier nicht in Spielberg, auch nicht im Jahr 2015. Da liegt der schon wieder so blöd vor uns. Damit kommt der DC wieder ran. Okay, der Jaguar sollte zweitweg sein. Wenn ich es jetzt nicht verkacke, sollte das der Sieg für uns sein, wenn der Wagen hält. Oh, hier ist Geld. Ist jetzt eine Öllache oder was? Da schaltet jemand aus. Oder liegt auf jeden Fall ein Teil. Da liegen mehrere Teile. Jawohl, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Wir gewinnen das Ding. Wir gewinnen den USA Grand Prix. Danke, Jeff. Ich hätte ohne dich nicht auf Monsunreifen gewechselt. Ready for the mosh pit, Chuckle Bra. Oh oh. Puh. Das ist aber nicht nett. Ich will nochmal gucken, was mit dem sauber passiert ist. Aber erstmal die Durchfahrt angucken. Etwas zu viel gefreut. Da hat sich Jeff verschluckt. Ich dachte schon, der DC nimmt uns jetzt mit. Das sieht nach wie vor einfach irgendwie cool aus, wenn der komplette Heckflügel fehlt. Das sieht man heute praktisch nicht mehr. Allen voran, da die Dinger auch mit der es stabiler geworden sind. Wenn hinten zum Beispiel einer drauf raucht, dann bleibt ja oft so ein Mittel, dass die Endplatte noch stehen. So, ich muss hier weiter zurückgehen. Der Kimi ist ja schon längst ausgeschieden. Oh, sauber internes Duell. Oh, 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 na wenigstens außerhalb der Punkte. Na, Hauptsache wir haben noch alle Räder dran, dann können wir nochmal ein paar Donuts drehen. Aber ich finde, das sieht einfach cool aus ohne Heckflügel. Ja, mit Heckflügel sieht es noch cooler aus, aber es gefällt mir. Also der Sieg geht auf jeden Fall auf Jeffs Kappe. Ich sag mal, es ist Jeffs Kappe gewesen, denn... Oh! Ralf Schumacher vor. Ist das Michael Schumacher? Das ist doch Michael Schumacher gewesen. Ich sag, das war Jeffs... Jeffs Sieg, weil er sich mit Wassereimern gut auskennt. Wie hat er denn das geschafft, der Ralf Schumacher? Das war jetzt so viel Wiederholungsspielerei, dass die Aufnahme wieder abgebrochen ist. Aber wir sind schon unter 32. Michael Schumacher ist immer noch auf der 4. Kann doch nicht sein, dass der einfach... Der wurde doch irgendwie mal angestupst und hat einen Fahrfehler gemacht. Aha. War aber vorher 6. Hä?
Michael Schumacher gekommen. Schumacher ist doch... Ach so, jetzt verstehe ich das. Ralf Schumacher ist ja... Das war ja sein erster Stopp. Und der war ja vor Michael Schumacher. Als er reingekommen ist, dann waren die auf den gleichen Reifen. Also auf der gleichen Reifenart. Monsunreifen. Okay. Mann, ich drehe mich gerne weiter. Wie die hinter der Mauer ihre Flaggen schwenken. Da kommt Jordan angeraucht. Ich dachte, der ballert noch in die Wand, aber nein. Das scheint der letzte zu sein, der Jordan. Was war ich? Ich gucke auf den Jordan. Das ist dann wohl Alesi. Ne, da ist noch ein Jordan, da ist noch was anderes. Ein Minardi, da kommt noch ein Sauber an. Das Auto sieht mittlerweile aus. Und jetzt der Motor hinüber. Ein kleines Detail aus dieser Sequenz, die wir gerade gesehen haben, das ist alles Ingame-Grafik. Dieses der Ferrari jagt aber den BMW Williams, sieht so verdammt cool aus, weil die Kameraperspektive aus dem Helikopter ist und die hat man im Spiel nicht. Das mal noch so nebenbei. Wir gewinnen vor Coulthard, Doppelpodium für BMW Williams. Ich hätte nicht gedacht, dass die Strategie von Ralf Schumacher aufgeht, aber wie krass der einfach mit seinen trockenen Reifen unterwegs war. Der hat sich doch während der Fahrt da ein paar Rillen reingeschnitzt. Michael Schumacher, Barrichello. Häkkinen. Damit ist noch eine gewisse Chance da für Häkkinen. Platz 4 und Platz 6 für die beiden WM-Anwärter. Panistrolli, Heidfeld, Irvine, Della Rosa, Frenzen, Button, Alesi, Alonso, Enge, Kimi... Jong, Fisico, Benoldi, Villeneuve, Verstappen. Kein wirklich überraschendes Endergebnis, außer dass die beiden Ferrari recht weit hinten sind, aber ansonsten hat sich hier nichts durcheinander gewürfelt, außer dass Ralf Schumacher zwischendurch in der ersten Rennhälfte ganz schön weit hinten war und durch seine Strategie nach vorne gefahren ist. Hat er auch super gemacht, also unsere Boxencrew war bei diesem Rennen voll auf der Höhe. Platz 4. Gar nicht so weit weg von DC und er hat ein paar freie Runden. Aber da war es schon nass. Fünf Frenzen auf der 2. War es nicht so besonders. Wir haben es geschafft. 7 Punkte Vorsprung sollten auch reichen. 4 Punkte Vorsprung für Michael Schumacher, das behalte ich mal im Blick. Falls wir sehen, aha, wir fahren vielleicht auf der 4 und Michael Schumacher ist auf der 5 und Häkkinen führt gerade, dann wissen wir, es wird interessant. Und hier ist für die ersten auch alles einzementiert. 16 Punkte kann man mehr holen als ein anderes Team, als Team, an einem Rennwochenende. Wobei das sind genau 16 Punkte Unterschied. Aber ich denke, Ferrari hat mehr Siege? Ja, ich denke ja. Aber Ferrari müsste halt 0 Punkte holen und McLaren auf 1 und 2 nach Hause fahren. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Da ist das mit Häkkinen und Michael Schumacher wahrscheinlicher. Vielleicht geht's aber komplett gut für die Rotnasenspitzen aus. Das könnte natürlich auch sein. Mit BRR und Jordan. Krass, BRR von Jordan. Das wird auch so ausgehen, denke ich. Die ersten 4 Plätze sind sicher. Sauber könnte unter Umständen mit einem chaotischen Rennen hier noch was reißen. Ist
bleibt also in gewissermaßen ja, ein spannendes Saisonfinale. Das erste Mal, dass wir in Suzuka, in Grand Prix 4, noch die WM offen haben. Ich habe ja immer wieder gesagt, ah, Michael Schumacher setzt sich jetzt ab. Aber nee, nicht so wirklich, nicht so ernsthaft. 4 Punkte Unterschied zwischen den beiden. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich hoffe trotzdem natürlich weiterhin, dass Michael Schumacher das wuppt. Finde die Situation aber allgemein sehr cool. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.